Jungs, vielleicht kann uns einer erklären, was es ist. Ist das der Game Master, der bald zurückkommt? Hab hier extra bei Google Maps geguckt. Es ist kein Fluss, meine Freunde. Hier ist nirgendwo ein Fluss eingezeichnet. Oder ist es doch ein Fluss? Wir gehen einfach mal weiter, bis wir wissen, ob das ein Fluss ist oder nicht. Okay, ne. Ist das ein Fluss? Oder ist das der Game Master? Schreibt es auf jeden Fall jetzt in die Kommentare. Ja, jetzt habe ich Gina verloren. Gruselig, Digga. Lass einfach mal filmen, in der Hoffnung, dass sie lustig ist und das Video besser zu machen und mich erschreckt. Wir gucken einfach mal. Aber Real Talk, Alter, das ist bisher wirklich das geilste Hotel, wo ich jemals gewesen bin. Also wir waren jetzt erst einen Tag hier, aber es ist wirklich krank. Hier gibt es auch einfach so eine Babybetreuung und wir können da nur einfach die ganze Woche quasi abgeben. Ach ja, Gina steht da hinten. Und das ist natürlich mega gechillt, ne? Also natürlich jetzt no disrespect gegen Noah oder so. Aber es ist natürlich halt schon chilliger. Das sieht man mich. Wenn man auch mal ein bisschen Zeit so für sich hat einfach. Und genau, deswegen gehen wir ihn morgen Nachmittag ab. Aber morgen gehen wir erstmal zum Zoo. Und das werdet ihr auch noch sehen. Bauernhof, ja, ist ja quasi. Guck mal, zeig mal unseren Essplatz. Der ist doch da hier. Ist unser Essplatz, meine Freunde. Man sieht ihn einfach von draußen, Junge. Heftig, wer hat sich das ausgedacht, Alter? Krank, Digga, ist das Familie Held oder was? Mhm. Und Noah. Der nicht zur Familie Held gehört. Sorry, Bro, bist enterbt. Man muss aber auch sagen, das sind halt auch einfach Top 10 sichere Türen. Weil es gibt wirklich halt überhaupt keinen Weg, daran vorbeizukommen, wenn die Tür nicht offen ist. Oh, wie habe ich das denn jetzt geschafft? Mensch. Jo Leute, was geht ab? Jetzt ist hier der zweite Morgen auf jeden Fall angebrochen. Ja, nur kurzer Statusbericht, dass ihr wisst, wie die Nacht war, richtig scheiße, weil Noah war einfach von irgendwie 1 bis 3 wach oder so und dachte sich so, boah, ihr wollt schlafen, ja? Nee, könnt ihr vergessen. Dafür war er aber auch irgendwie seit 7 oder sowas wach, also ausgeschlafen sind wir nicht. Frühstücken gehen wir jetzt und dann seht ihr, was wir machen. Genau. Ja, wir sind jetzt wie gesagt beim Frühstück. Du kannst dir hier einfach Honig, selber aus der Honigwaffe rausholen. Digga, wie krank ist das, Alter? Heftiges Hotel. Jungs, so eine Aussicht beim Frühstück zu haben, ist aber auch einfach heftig. Da habe ich direkt Lust, Carina zu massieren, Alter. Einfach heftig. Was ist dein Statement dazu? Ich filme nicht so lange, bis du was sagst. Hallo. Was ist dein Statement zur Aussicht? Ganz toll. Was ist los? Leute, für euch zur Information, wir haben in 10 Minuten etwas geplant schon. Wir haben das reserviert und jetzt müssen wir voll im Stress essen. Danke, Tim. So Leute, nachdem wir jetzt sick gefrühstückt haben, ohne dass wir fertig geworden sind, haben wir was richtig Geiles gebucht heute und zwar Gina wird uns erklären, was das ist. Was war das nochmal genau? Ein Seifenblasen-Blubberblad. Blubberblad. Ein Seifenblasen-Blubberbad für Babys. Mit Mami und Papi von Hip. Mit Mami und Papi, genau, von Hip. Für Noah quasi. Aber eigentlich für mich, aber Noah ist halt dann dabei. Ich meine, ihr könnt es jetzt so zensiert sehen, aber guckt euch diesen süßen Badeanzug an. Achso, ja gut, oder von hinten einfach. Heftig, Digga, wer hat sich das ausgedacht? Krank. Jo, wir sind jetzt hier in diesen Raum geführt worden. Digga, wie heftig sieht das einfach aus. Auch geile Location. Hier könnte ich, glaube ich, meine Kuchen-Talks-Videos drehen. Genau, wir gehen jetzt mal ein bisschen rein. Und dann gucken wir einfach mal, ne? Krank, ne? Wasser einfach. Tada! Oh, was macht denn der Papa? Ui! Guck mal, hier. Hier, anfassen. Ah! Ich mach sauber. Ja, jetzt machen wir was ganz Verrücktes, meine Freunde. Und zwar haben die hier einen Bauernhof, wo man ja Tiere angucken, streicheln, whatever. Und wir nehmen Noah als Alibi mit, damit es nicht so rüberkommt, als ob wir da Bock drauf haben. Und ich würde sagen, Hühner. Und ich würde sagen, wir nehmen euch einfach direkt mit. So, wir sind jetzt hier in diesem Bauernhof. Erstmal hier so drin. Ich weiß nicht, wie das aufgeteilt ist, kein Plan. Digga, auf jeden Fall, hier sind einfach Kaninchen. Er lässt sich nicht berühren. Hallo, Henne kleines Huhn. Hallo. Hallo. Aber ich denke, die haben dich schon geholt, oder denkst du nicht? Hallo. Oh. Hallo. Na, nehmt ihr das ganze Heu? Ja. Bro. Ja. Oh. Oh mein Gott. Oh. Jahrelang hat man versucht, so nah an diese Tiere ranzukommen. Und man schafft es einfach nicht. Und dann komme ich von der Seite, Digga. Splash hier einfach alle weg. Oh mein Gott, Digga, hier sind einfach Kühe. Wie cool ist das denn, Mann? Hallo, kleine Kühe. Na? Oh, guck mal, sie guckt. Hallo. Hallo. Aber auch, wir sind hier so angefettet. Naja. Bro. Wir gehen dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, IA oder so? Okay. An die Leute, die sich übrigens gefragt haben, gestern Nacht, ob das ein Fluss ist oder nicht. Ja, es ist ein Fluss. Der übrigens sogar mega geil aussieht, also ich finde so jetzt schon sehr geil aus. Nö, wir können auch einfach von hier gucken. Guck, da wird dann das ganze Abwasser in die Umwelt gepumpt. Ja, hat was auf jeden Fall.
Digga, diese Aussicht hier ist halt wirklich einfach, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Mann. Die ist einfach heftig, Mann. Einfach krank. Und da sind noch mehr Tiere, die wir gefunden haben. Zwei Kühe, meine Freunde, kommen vom lateinischen Cue und bedeutet so viel wie die, die Milch gibt. Mal gucken, vielleicht können wir die ja streicheln. Ich weiß nicht, wie die drauf sind, Mann. Was macht der da? Hallo! Krank, ne? Die dürfen ja einfach rumlaufen, aber denken sich so, ne, wir liegen da und machen gar nichts. Ich habe ausgerechnet, in der Stelle wird gar kein krasses. Ja. So Leute, wir haben jetzt Noah abgegeben, das erste Mal weg. Es ist super entspannt, richtig chillig. Er ist gemein, ich vermisse mein Baby. Ich habe hier, oh. Warte mal. Schöne. Oh, meine Haare stehen hier ab. Ich habe so Babyhaare. Hä? Was soll das denn jetzt? So. Und genau, wir werden jetzt eine Runde baden gehen, weil jetzt können wir ja quasi in Ruhe alles machen und so weiter. Ja, danach wird die noch gebumst und dann hören wir Noah so gegen 19.30 Uhr wieder ab und müssen dann essen. Genau, das ist der Plan. Ich nehme meine Kamera nicht mit zum Baden, aber Gina filmt auf jeden Fall, wie wir rutschen. Das heißt, das seht ihr jetzt und dann seht ihr wahrscheinlich wieder langweilig mich. So Leute, wir waren schwimmen, sind dann wieder ins Hotel gegangen. Ich habe geschlafen eine Dreiviertelstunde. Wir haben noch einen Nachmittagssnack genommen. Wir haben noch einen Nachmittagssnack genommen. Und jetzt gehen wir nur abholen, in der Hoffnung, dass alles gut gelaufen ist. Und dann gehen wir schick Abendessen, meine Freunde. Okay, die haben ja einfach diese Servietten als Hemd gedingst. Feier ich. Kann man aber tatsächlich gar nicht tragen. Auch wenn Gina das dachte. Jetzt habe ich endlich meine Suppe bekommen. Ich habe gerade schon probiert, die ist ultra geil. Das ist eine Geflügelsuppe mit Spargel oder so, keine Ahnung. Und Gina hat nicht nur dicke Möpse, sondern auch eine Suppe bekommen. Und zwar eine Gemüsesuppe mit weißen Bohnen. Krank, Alter, weiße Bohnen. Das heißt, du wirst nachher furzen, wa? Lauf nicht mir ins Gesicht. So, wir haben jetzt den zweiten Gang bekommen. Ich habe so ein Risotto bekommen. Feiere ich normalerweise nicht so, aber sieht eigentlich lecker aus. Ein bisschen auch wie Babykotze, aber lecker. Und sie hat so komische Nudeln mit Pilzen bekommen. Und Rotweinsauce. Was ist der erste Eindruck, Bro? Was war mein erster Eindruck? Mh, das ist voll lecker, Alter. Ja? Der mega fitter, ja. Mit Lakritz. Stimmt, da ist nur Lakritz mit drauf. In der Klitz wird auch Schweineblut gewonnen. Also Jungs, zwei Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt, aber hier sind halt gefühlt 500 kleine Fliegen. Guckt euch das mal an, wie dreckig die Scheibe jetzt ist. Vielleicht erkennt man das wenigstens oder so. Digga, aber what the fuck? Und? Ah, wir spielen gerade eine Runde Book of Bob. Ist einfach Book of Bob, meine Freunde. Das ist viel besser als Book of Ra oder Book of Dead, Alter. Book das of Bob. Das ist ein Pärchenabend. Warte, ich will... Oh. Ah. Ich will einmal gucken, wie dieser Forscher hier aussieht. Mach mal weiter, bis der kommt. Dauert ja auch nur 10 Spins. Guck ihn euch an, Alter. Ich bin hallo. Geil, Alter. Goofy. Doofy von Dings. Scary Movie. Ich hab gesagt, meine Staubsauger soll mich in Ruhe lassen. Das ist einfach eher. Junge, es ist einfach jetzt Gewitter. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber da hinten regnet es einfach schon mega heftig. Und du siehst einfach, wie diese Fontäne hier rüberkommt. Digga, wie krank ist das bitte? Heftig, die Natur, oder? Top 10 kranke Dinge, die man nur im Internet gesehen hat. So Leute, heute ist der 5. Tag im Urlaub. Herzlich willkommen zum 2. Vlog. Ich habe den 3. und 4. Tag einfach mal nicht gefilmt, weil ich keinen Bock hatte. Genau, wir gehen jetzt eine Runde. Wo gehen wir eigentlich hin, Gina? Wir gehen zum Praxer Wildsee. Dort ist halt, da sind die drei Zinnenberge, also in dem Gebirge da. Und ja, da ist halt ein mega schöner See zwischen den Bergen. Der ist so schön, dass der halt auch schon für viele Werbespots genutzt wurde, wie zum Beispiel von Oaks Money und Pandora. Ach so, gut, das war's anscheinend. Also es gibt da, also, ich kann weiter erzählen. Wo sind wir eigentlich? Also, da gibt es einen Bootsverleih mit handgemachten Booten, der schon sehr, sehr alt ist. Ich weiß aber nicht, wie alt. Ich mag es auch handmade. Genau, wir nehmen euch auf jeden Fall mit dahin. Ansonsten noch mega geil. Und zwar haben wir gestern überlegt, nochmal abzugraden zur Rooftop-Villa, weil, Digga, wenn ihr Bilder von ihr seht, ihr würdet sterben dafür. Das Ding ist, die ist halt nur bis Sonntag frei. Und wir dachten auch eigentlich, dass wir Sonntag abreisen. Und dann meinte der in der Rezeption so, ja, ihr bleibt ja bis Montag. Und wir so, nee, wir fahren Sonntag wieder weg. Und er so, nein, nein, hier drin steht bis Montag. Wir so, oh ja, nur Sachen bis Sonntag mit, weil wir nicht wussten, dass wir bis Montag bleiben. Das ist lustig.